Jesus erklärt: Schwierige Analyse und flüchtige Einblicke in den Himmel. 8. Mai 2015. Worte von Jesus an Schwester Claire. Der Herr segne uns alle mit klarer Analyse und Erkenntnis heute Abend. Ich kam durch Anbetung ins Gebet und sagte zum Herrn: Es ist so wunderbar, Herr, mit dir zu tanzen. Du bist deutlich präsent für mich. Und warum nicht? Dies ist eine Übung für unseren Hochzeitstanz. Für den echten Anlass? Ja, meine Liebe, für den echten Anlass, der bald kommt. Vergib mir uns, Herr, wir bekommen Lampenfieber, während die Zeit näher rückt. Ja, ich weiß, ich auch. Wirklich? Ja, wirklich. Denkst du nicht, dass meine Braut in meinen Armen zu halten und zu wissen, dass sie bald bei mir sein wird für alle Ewigkeit, jedem verliebten Mann Lampenfieber bereiten würde? Ja, vermutlich. O Claire, du und all meine Bräute haben keine Ahnung, wie sehr ihr geliebt werdet, geehrt und respektiert. Ihr habt nicht einmal einen Anhaltspunkt. Ich vermute nicht. Nun, es ist jenseits eurer wildesten Träume. Ja, ich versuche, meine Träume zu limitieren. Ich will nicht hinaustreten ins Lala-Land. Oh, ich bringe dich ins Lala-Land. Das tust du immer, aber zumindest ist es sicher mit dir und nicht meine törichten, mädchenhaften Vorstellungen. Es ist wirklich herrlich und himmlisch. Du bist viel zu schüchtern. Schüchtern? Ja, schüchtern. Nun, du hast immer recht, also vermute ich, dass ich dir einfach beipflichten muss. Oh, du bist schüchtern, in Ordnung. Ich muss dich nicht auf halbem Weg, nicht zwei Drittel des Weges, sondern bei 80% des Weges treffen. So schüchtern bist du. Du meinst, andere sind mutiger im Hinausreichen zu dir als ich? Oh ja, viel mutiger. Wow, ich war so mutig. Was ist mit mir geschehen? Du hast einen Mann geheiratet, der den wilden Märzhasen in einen süßen, häuslichen, kleinen Hasen verwandelte. Ich liebe Hasen. Ich weiß. Das ist, weil sie so schüchtern sind wie du. Okay, und Rehkitze. Ich liebe Rehe und Rehkitze. Siehst du? Da bist du wieder. Schüchtern. Aber ich liebe auch Löwen und Tiger und Pumas. Aber ich nehme an, ich vermute, weil ich sie knuddelig sehe im Himmel. Also hast du bewiesen, ich bin schüchtern. Nun, mein süßer Gatte, worüber möchtest du gerne sprechen? Dich und mich? Oh. Wie wird die Ehe mit mir im Himmel aussehen? Das ist, worüber ich sprechen möchte. Ich habe viele Fragen, aber ich möchte lieber,
dass du mir erzählst, was du möchtest, dass ich es weiß. Wir werden niemals getrennt sein. Meinst du physisch oder geistig? Geistig. Aber wir sind auch jetzt nie getrennt. Ja, aber jetzt kannst du nicht immer in Berührung sein mit mir. Du hast Probleme, dich zu fokussieren. Nicht im Himmel. Das wird ein Ding der Vergangenheit sein. In genau dem Moment, wo du mich berührst mit deinen Gedanken, werde ich dort sein, vor dir. Wow, ich mag das, aber werde ich nicht eine Pest sein? Du wirst Anstand lernen. Das heißt, mit mir vereint zu sein und Aufmerksamkeit zu wollen, werden zwei verschiedene Dinge sein. Du wirst so erfüllt sein von mir, dass in Berührung zu sein nicht so notwendig sein wird. Du wirst zur Anbetung gezogen sein und in der süßen Glückseligkeit unserer Gegenwart in der Anbetung verweilen. Wir werden viel persönliche 1:1 Zeit zusammen verbringen, viel Zeit. Wir werden überall zusammen hingehen, Felsen besteigen, wandern, reiten, Picknicks, Kanu fahren, fliegen, schwimmen. Oh, wir werden eine großartige Zeit haben und ich habe dir so viel zu zeigen. Aber ist das nicht leichtfertig im Hinblick der Arbeit, die getan werden muss hier auf der Erde? Ihr müsst mich durch und durch kennenlernen, damit meine Gegenwart immer stärker werden kann durch euch gegenüber anderen. Ihr werdet mich zu ihnen bringen und je besser ihr mich kennt, umso besser werdet ihr mich zu ihnen bringen. Außerdem, Erholung ist wichtig. Erneuerung erweitert eure Perspektive gegenüber dem Leben. Es erlaubt euch, in der Großzügigkeit und Verschiedenheit zu jubeln, die ich für euch erschaffen habe. Einfach, um zu genießen. Schau, dies ist eine Art, wie wir unsere Liebe füreinander zeigen. Wir erschaffen etwas für den einen, den wir lieben. Wir schätzen ihre Reaktion und die Freude, die sie daran finden. Aber ich weiß, dass du dich zu den Menschen hingezogen fühlst und du fängst an, all deine Freude an ihnen zu finden. Ja, das ist wunderbar und lobenswert und ganz ähnlich wie ich. Jede Seele muss eine Reise machen, durch die erschaffenen Dinge hindurch, auch Menschen, dass sie allein zu mir reisen. Ich weiß, dass du glücklich sein würdest in meiner Besenkammer. Also habe ich dir einen Palast gebaut. Ist das ein solch großes Ding für mich? Ich denke nicht. Es ist nur ein kleines Zeichen meiner Liebe für dich, welche weit über die erschaffenen Dinge hinausgeht. Es geht zurück nach Golgatha. O Herr, sag das nicht. Ich möchte nicht über dein Leiden für mich nachdenken. Ich weiß, meine Liebe, aber manchmal ist das einzig angemessene Geschenk, das ich dir geben kann. Und du verstehst, dass du im Leiden für andere die Aufrichtigkeit deiner Liebe beweist. Ja, tue ich, Herr. Nun, dann erinnere dich, meine Liebe zu euch und für jede einzelne Seele geht zurück nach Golgatha. Zurück zum Himmel, da gibt es Dimensionen des Vergnügens und Bewusstseins im Himmel, die ihr erst noch erleben müsst. Eine hast du erlebt in der Nacht, als ich dich besuchte und dich aus dem Königreich der Dunkelheit in mein herrliches Licht hineinzog. Meine Güte, das war ein ziemliches Ereignis, eine Verzückung für Körper und Seele, welche 45 Minuten dauerte und nicht zu beschreiben ist.
Ja, da gibt es Dimensionen wie diese im Himmel, wo ihr euch die ganze Zeit so herrlich fühlt. Oh meine Güte, das wäre sehr ablenkend. Nicht wirklich. Ihr lernt in jenem Zustand zu funktionieren und alles, was ihr berührt, empfängt einen Teil jener Glückseligkeit. Oh, ihr habt keine Ahnung, was auf euch wartet. Die Einheit der ganzen Schöpfung und wie wir die Liebe füreinander interdimensional kommunizieren. Was bedeutet das? Nun, eine Pflanze kommuniziert auf einer Dimension, eine Katze auf einer anderen, ein Fels wieder auf einer anderen. Aber die Liebe hält die ganze Schöpfung zusammen und ist verbindlich zwischen den Arten. Mit anderen Worten, ihr könnt mit der ganzen Schöpfung sprechen und von ihr verstanden werden und sie können mit euch sprechen und ihr werdet sie verstehen und am Ende rühmen alle mich. Oh meine Güte, alles Lob und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir, allmächtiger Gott. Ja, wir werden zusammen sein in Anbetung, laufend in verehrender Glückseligkeit. Meine ganze Schöpfung ist vereint mit mir in glückseliger Anbetung. Du hast niemals so etwas in der Art erlebt, außer vielleicht in der Nacht, wo ich dich besucht hatte und flüchtig in Zeiten der Anbetung wurdest du aus dir selbst heraus verschoben, in die himmlischen Bereiche, mit mir. Wow, Herr, dies ist so erstaunlich. Darf ich hier kurz stoppen und es einatmen? Nur für einen Moment? Nur für einen Moment wurde zu einem einstündigen Nickerchen. Ich bin immer noch hier, flüsterte der Herr. Du meinst, du wurdest nicht müde, auf mich zu warten? Oh nein, ich war genau hier mit dir an deiner Seite. Manchmal will ich einfach nahe bei dir sein, Claire. So kann ich meine Schöpfung genießen. Auch wenn sie mit ihrem Vertrauen kämpft, betreffend der Dinge, die kommen. Oh, ich kann nichts vor dir verbergen, es tut mir leid. Ich hasse es, wenn ich hinterfrage, was du mir so ehrlich erzählt hast. Du kannst es nicht ändern, du wirst hin und her geschleudert. Ich wies sie zurecht, Herr, weil ich dachte, dass du willst, dass ich das mache, aber ich hätte dich bitten sollen, sie wegzuschicken. Du hast die Macht. Aber ich genieße auch die Schlacht zwischen dir und ihnen. Ich sehe jenen kleinen Riss tief in deinem Gefäß und sie sehen es auch. Plötzlich sah ich mich selbst als ein riesiges Wassergefäß und ganz unten am Boden kam ein Licht durch einen Riss. O Herr, wie werde ich das los? Anbetung? Ganz viel Anbetung. Also ging ich zurück in die Anbetung für ungefähr eine gute Stunde. Und während der Anbetung kam ein Engel und öffnete meine Augen, damit ich sehen kann, dass ich im himmlischen Hof bin, Gott lobend mit den Engeln und Heiligen. Dann kam Jesus und stand vor mir. Er trug ein rotes Gewand und er schaute in meine Augen. Glaubst du mir nicht, Claire? Ich brauche dich, dass du mir glaubst. Ja, Herr, ich glaube dir, und doch gibt es etwas, das an mir zerrt, tief in meinem Bauch, das alles in Frage stellt und sagt, nichts davon ist wahr, du wurdest getäuscht, das ist, warum es unglaubwürdig ist. Dies ist dein Bauch, der spricht, beachte mich. Habe ich nicht immer recht? Ich sehe, wie Tränen seine Wangen herunterfließen. Wie werde ich diesen abscheulichen Geist des Unglaubens los, Herr? Ich bin so gewohnt, etwas zu sehen und es mit meinem Bauchgefühl zu verifizieren.
Wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Mein Glaube sagt mir ein Ding und mein Bauchgefühl steht dagegen. Was mache ich? Bitte schicke mir Hilfe. Ich kann es nicht alleine tun. Er küsste meine Stirn. Genau dann kam Ezekiel zurück von seinen Besorgungen und er saß mit mir und betete, um mir beim Erkennen zu helfen, was vor sich geht. Er sagte mir, dass der Herr Freude hat an mir, dass ich in seinem Willen sei und dieses andere Ding sei eine Ablenkung, um mich vom Rest meiner Arbeit abzubringen. Es erschien einfach aus dem Blauen und überkam mich. Ich Dummerchen. Ich fragte ihn, was wir tun, wenn die Zeit sich weiter hinzog und der Herr noch nicht gekommen ist. Er sagte, wir machen einfach weiter mit unserer Arbeit, da gibt es viel zu tun. Ich weiß ein Ding, das Jesus mir gesagt hat, da er es immer wieder bestätigt hat, und das ist, wenn Miami fällt, wird die Entrückung direkt danach geschehen. Aber dieses nagende Bauchgefühl, worum geht es dabei? Ezekiel sagte, lege es beiseite, warte auf den Herrn, es wird gelöst werden. Dies ist Analyse 404, neue Ebenen, neue Teufel. Ich ging zurück in die Anbetung und der Herr fing an, mit mir zu sprechen. Du wirst auf mich warten müssen, Geliebte, das ist die einzige Lösung. Ich werde es deutlich und klar machen, aber dies ist ein Leiden. Warte auf mich, in der Zwischenzeit würde ich sagen, dass du Vertrauen hast, aber du wirst getestet. Halte fest an dem, was du in deinem Herzen weißt und lege den Rest beiseite. Ich werde jetzt sehr schnell die Wahrheit deutlich machen, für dich in einer solchen Art, dass du es empfangen kannst, ohne zu schwanken. Stehe. Und wenn du alles getan hast, sage, ich stehe, weil Vertrauen die Versicherung der Dinge ist, auf die man gehofft hat, die Überzeugung von Dingen, die man nicht gesehen hat. Hebräer 11,1. Du hast die Überzeugung betreffend den Dingen, die du nicht gesehen hast, nicht wahr? Ja. Dann wird mit dir gespielt, dies ist eine Ablenkung, genau wie dein Schutz sagte, dass es sei. Habe ich ihm nicht immer die Weisheit gegeben, dich hindurchzutragen? Ja, Herr, das hast du tatsächlich. Okay, dann halte dich fest an dem, was er dir gesagt hat und lass es abwaschen. Danke dir, Herr. Ich habe jetzt Frieden damit. Wie ich dir gesagt habe, mit dir wurde gespielt. Richte deine Augen auf die anstehende Arbeit. Schau, wenn du Fortschritte machst, versucht der Feind, Barrieren zu errichten und dich zu verlangsamen. Manchmal, wenn du diese Dinge nicht selbst lösen kannst, ist es das Beste, es beiseite zu legen und weiterzumachen. Viel lieber, als deinen Kopf weiterhin gegen eine Wand zu schlagen. Später werden die Dinge klar werden, aber wenn du in einen Kampf eintrittst, um alle Antworten jetzt zu bekommen, wirst du zu Fall gebracht und die wichtigen Dinge, die auf deine Aufmerksamkeit warten, werden nicht angesprochen und erledigt. Also mache weiter, meine Liebe. Du erfreust mich sehr und diese Macken in deinem Vertrauen sind nichts weiter als Ablenkungen, die völlig übertrieben sind, um dich an deinem Vorwärtsgehen zu behindern. Was sie im Übrigen taten, für wie viele Stunden? 6. Also siehst du, sie hatten Erfolg. Jetzt weißt du es besser. Lass sie dies nicht wieder tun und für all meine Bräute, ich sage zu euch, wenn euch irgendein unlösbares Problem trifft, das anfängt, all eure Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, könnt ihr sehr wohl annehmen, dass der Feind dies absichtlich getan hat,
um euch aus der Bahn zu werfen. Ein Indikator ist, dass wenn es euch gut lief zuvor, alles lief reibungslos und euer Glaube war an Ort und ihr wart im Frieden. Dann ganz plötzlich fängt ihr an, Zweifel zu bekommen, ernste Zweifel, die euch von den anstehenden Angelegenheiten wegziehen. Dann beginnt ihr euch hineinzusteigern und kommt zu einem völlig verwirrten Stillstand. Das ist dämonisch. Ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geister der Luft, lügende Geister, gesandt, um euch zu verwirren und Zweifel zu verursachen, Vertrauen zu untergraben und euch zu Fall zu bringen. Aber ich sprach das Bindungsgebet. Sind sie nicht darin eingeschlossen? Erinnerst du dich? Als du zurückkamst ins Gebet nach einer Pause, stupste ich dich, es noch einmal zu sprechen. Oh! Und du hast es nicht getan. Bingo! Aber selbst über die Gebete hinaus, meine Geliebten, selbst darüber hinaus, wenn ihr gegen etwas stößt, das unlösbar erscheint im Augenblick, erlaubt nicht, dass ihr in einen Kampf hineingezogen werdet. Dies ist definitiv eine Versuchung, um euch zu Fall zu bringen. Jetzt bist du frei, meine Liebe. Geh weiter, da gibt es so viel zu tun für dich. Ich gebe dir jetzt meinen ganzen Segen und meine Gnade, dass du entschieden sein kannst im Warten auf mich. Füge dazu eine vorsichtige Untersuchung der Dynamiken, die dein Vertrauen frustrieren oder behindern. Sei wachsam gegen jene, die dein geduldiges Ausharren zu Fall bringen wollen, und in allen Dingen fahre weiter in der Hoffnung, die ich dir gewähre heute Abend. Ich liebe euch alle sehr. Der Tisch ist gedeckt, das Essen ist bereitet. Bald werden wir zusammen am Bankett sitzen. Bald. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, Jesus bittet uns, seine Liebesbotschaften auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn dein Herz auch bewegt ist von seinen Liebesbriefen und von seiner Bitte, danken wir dir in seinem Namen für die Mithilfe, seine Liebe und seine Liebesbotschaften den Menschen in deinem Umfeld näher zu bringen. Lasst uns seine Liebesbotschafter sein in dieser letzten Stunde, wo immer wir mit Menschen in Kontakt kommen. Die Liebe und der Segen unseres Herrn sei immer mit dir. In unserem Kanal findest du alle deutschen Botschaften, auch in Englisch, für den Rest der Welt. Lob und Preis unserem Gott und Erlöser, Jesus Christus, Yahushua HaMashiach. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Liebe für dich.